Servusla, Grüße von der IWA 2022 in Nürnberg. Wir befinden uns hier am Stand der Firma ADC aus Italien. AR15 müssen nicht immer schwarz sein, sie müssen nicht immer aus Amerika kommen. Auch die Italiener haben uns tolle Sachen mitgebracht. Hier befinden wir uns im Entry-Level der Firma Army Dallara Customs aus Italien. Hier befinden sich die Waffen im Kaliber 223, die schon ziemlich wettkampfmäßig getrimmt sind. Und ganz neu die Waffen in 9mm für die PCC-Disziplinen. Im Entry-Level sehen wir, die Waffen sind schwarz gehalten, möglichst einfach. Anscheinend kostet Farbe extra und bringt auch das letzte Stück Performance. Alle Waffen sind im Kaliber 9mm für Glock-Magazine ausgerichtet und haben einen, in diesem Fall, langen Verschlussweg. Bei den Supermatch-Waffen, zu denen wir später kommen, sind die Verschlusswege äußerst kurz gehalten, um Nachladevorgänge ein bisschen kürzer zu gestalten. Einmal quer über den Stand befindet sich die IPSC und Precision-Serie der Firma ADC. Hier seht ihr die IPSC-Versionen, auch hier alles handgefertigt in Italien. Die Receiver, sowohl Upper als auch Lower, wenn ich sie nicht runterschmeiße, sind geschmiedete Receiver. Alle Formen werden auch selber von der Firma ADC im Haus gefertigt. Es befindet sich hier auch eine Long-Range-Version eines AR-15 im Kaliber 223 mit einem richtig dicken Bullbarrel. Alle Läufe der Firma ADC sind hammergeschmiedet und kommen nur als Rohling ins Haus. Alle Gewinde, alle Patronenlager, Barrel Extensions und so weiter werden dann direkt von der Firma ADC aufs jeweilige System abgestimmt. Auch für die Freunde von Kurzwaffen aus der IPSC Division hat die Firma ADC was im Petto. Und zwar sehen wir hier 1911er Systeme mit einreichen Griffstück, mit Bullbarrels und Standard Iron Sights in diesem Falle. Ich denke, für die Production Class sind die auch äußerst hochwertig zu benutzen und machen bestimmt viel Leistung und viel Spaß. Als letzten Teil unseres Ausflugs nach Italien präsentiere ich euch die Ultra Competition Serie in 9mm. Die kommen jetzt ganz neu auf den Markt und daran sieht man wirklich auch, wie innovativ die Firma ADC unterwegs ist. Auch hier haben wir einen seitlichen Slide Racker sowie einen Ambi Charging Handle. Und das Besondere an diesem System ist, es ist ein Short-Travel-System. Der Verschlussweg wurde um ungefähr ein Drittel reduziert. Und das Besondere hierbei ist, wurde mir gesagt, dass alle Short-Travel-Systeme im Kaliber 9mm normalerweise mit einem Closed Bolt arbeiten. Also wenn das Magazin leer ist, bleibt der Verschluss zu. In diesem Falle, das war wichtig für die Jungs hier, bleibt der Verschluss nach der letzten verschossenen Patrone offen stehen und erleichtert somit auch das Nachladen einfach mit einem Schlag auf den Magazin, auf den Verschlussfang und schon kann es weitergehen. Hier sehen wir auch den angefertigten Hinterschaft extra für diese Waffe, der allerdings zu allen normalen Buffer-Tubes gekauft und verwendet werden kann. Der ist voll einstellbar in Höhe, in Neigung, auch in der Rotation um die Längsachse und natürlich in Length of Pull. Auch wieder der Competition-Abzug mit wirklich einem äußerst kurzen Rückstellweg. Ungefähr einen Millimeter, denke ich. Abzugsgewicht kann ich nur schätzen. Ich denke 1600 bis 1800 Gramm. Der Vorderschaft ist Carbon, ist wirklich sehr ausgewogen vom gesamten Gewicht her. Es fühlt sich an, als wäre die Hauptmasse auf Upper und Lower Receiver getrimmt. Liegt wirklich ganz hervorragend in der Hand und macht auch einen sehr, sehr ruhigen Eindruck, wenn man mal durch die Optik schaut und ein bisschen weiter hinauszielt. Die geschmiedeten Upper und Lower Receiver sind mit einer Nickelbeschichtung versehen, die Molto Self-Lubricante sind. Das heißt, sie benötigen sehr wenig Öl- oder Fetteintrag von außen und schmieren sich selber. Auch wenn man das schon so mit der Hand anfasst, das fühlt sich ganz anders an als eine Elox-Beschichtung zum Beispiel und macht auch einen sehr, sehr hochwertigen Eindruck. Alle Waffen hier am Stand sind entweder im Kaliber 9mm, im Kaliber 223, 300 Blackout oder in 308 Winchester erhältlich. Die Lauflänge variieren von 9, 12, 14,5 und 16 Zoll, so wie wir das kennen. Bei den Competition-Waffen auch 20 und 22 Zoll für die Long-Range-Version. Ich hoffe, unser kleiner Trip nach Italien hat euch gefallen und ihr wart genauso begeistert wie ich von den Produkten und dem Engineering hier aus Italien.
Vielleicht sehen wir sie öfters am Markt, auf Wettkämpfen oder sonst irgendwo. Ich würde mich freuen, die Jungs haben es wirklich verdient.